Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession, liebe Zocker und Zockerinnen. Und wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Natürlich das Ganze wieder im Livestream bei Hitbox. Und auch hier wird es wieder so sein, dass ich alle Stunde etwa eine Pause mache. Also sprich, da fängt dann auch eine neue Aufnahmesession an für euch. Wir sind beim guten Aragorn angekommen. Und haben hier aber auch noch erstmal ein bisschen Stuff. Also erstmal so die Hobbit-Geschenke auspacken. 20% Geschwindigkeit des Reittiers. Wurde wohl gefüttert und erhält dadurch eine gewisse Zeit lang einen Geschwindigkeitsbonus. Nett. Nicht verwendbar mit gerittenem Kriegsross, habe ich ja eh noch nicht. Ja geil, 20%, ich habe ja eh schon 70, wenn ich mich nicht täusche. Ich guck gerade nochmal nach. Fertigkeit, Reittiere. Genau, hier sogar 78. Also bin ich bei fast 100% Geschwindigkeit. Geil. So, next one. Verjüngungstrank. Ach, davon haben wir schon eine ganze Menge. So. Dudaka von den 7 Sternen, hatte ich das ausgewählt? Ach doch, genau. Ja, das war hier. Richtig. Ich erinnere mich. Da war was. Neue Nachricht. Oh, Geld. Ich sehe Geld. So, Marvur hat Waffen geschickt. Ach, sehr schön. Vielen Dank. Ein Bogen, ja, der für, also Gegenstandsstufe 35, ab Level 32 verwendbar. Dauert noch einen Moment. Was haben wir noch? Ein edler Speer. Und eine Keule, ja. Das wird, denke ich mal, von den Werten her auch stimmen und alle zufrieden stimmen. Ja, doch, sind die gleichen, die ich auch jetzt ausgerüstet habe, sehe ich gerade. Nur höher. Sehr schön. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Der Mavo einmal. Dann hat er hier noch von wem anders. Ach, da Ausrüstung auch noch. Zu gütig. Cool, auch gleich mal rausnehmen. Was? Eine 28 konnte ich leider nicht bauen. Ja, okay. Ja, aber dann ist ab 32 habe ich doch schon mal was vorrätig. Die ganzen Ringe auch noch. Geschmeide. Was hat er hier noch? Neues Buch zum Einlegen. Ach, guck mal an. Kann man dann neue Musik hören, wenn ich die einlege? Nee. Oh, senkt die Kraftkosten für Bogenfertigkeiten. Das ist cool. Sehr nett. Und Info, ich habe dir eine neue Rüstung, Stufe 32, da ich 28 nicht bauen kann, gebaut. Leider gibt es aber keinen Beutelgegenstand zum Bauen. Tränke habe ich dir diesmal keine gemacht, da du noch genug hast. Wenn du welche brauchen solltest, melde dich einfach. Die Rüstung kannst du bis ca. Stufe 35 anlassen. Dann baue ich dir eine neue. Und 20 Gold schickt er mir. Der Wahnsinn. Habe ich nicht eh schon viel Gold? Weiß ich gar nicht. 4 Gold. Ich sag doch 4 Gold. Hallo, Xenograph.com. Xenograph.com. Sehr langer Name. So, 20 Gold. Geil. Geiler Typ. Quallen. Schöner Ring. Aber, ja, der Thorsten ist das. Der Scanograph.com. Ich weiß nur nicht, warum er so einen langen Namen gewählt hat, aber ja. Also der Thorsten ist das. Wer kennt ihn nicht, ne? Vom Tolkien-Tag. Ich muss mal wieder weiter weg vom Mikro, sehe ich gerade. Da bin ich noch ein bisschen mit am Üben. So, also vielen Dank. Genau. Kann ich ihm, das kann ich dann da mit senden, ne? Gut.
So. Dann muss ich die quasi jetzt nur noch alle verwahren. So. 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 Das aufgeräumt. Achso, Quallen, zu den Bildern muss ich noch sagen, nicht, dass das überhand nimmt. Also mal ein Bild ist in Ordnung, aber ich glaube beim letzten Mal hat das doch ein wenig überhand genommen. Da sind es eine ganze Menge Bilder geworden auf einmal. Genau. Also das nur mal so nebenbei. So, jetzt, ich glaube, wir gehen am besten hier mit dem ganzen Stuff erstmal. Ne, komm, wir holen uns erst die Quest und dann gehen wir mal zum Lagerraum, weil hier gibt's ja auch noch Textfehler. Ne, ich meine, das ist merkwürdig. Das könnte fast an mir liegen oder an meinem Internet Explorer oder irgendwas, weil darüber fungiert der ja, der Shop. Was ja blöd ist, aber die müssen halt den Browser nehmen, der überall drauf ist. So, es gibt hier 20% auf Lagerraum. Gemeinsamer Lagerraum. Könnte ich mir, komm, kaufe ich mir jetzt mal. Direkt mal vergrößern. So, 10 Felder, bam. Sehr gut. So, man hat's ja. Nee, hier Quallen, ne? Nicht, dass du es falsch verstehst. Ihr dürft Bilder posten. Ihr habt ja die Berechtigung dafür als eine der wenigen. Aber, Nur nicht, dass es überhand nimmt. Das wollte ich damit sagen. Also Bilder könnt ihr gerne posten, aber nicht dauerhaft. So, den Letos sehe ich auch schon. Hallo, Letos. Sehr schön. Seid gegrüßt. So, eine folgenschwere Entscheidung. Ist das jetzt eigentlich Buch oder ist das nebenbei? Weil Buch steht nicht dabei. Nee, ist nicht Buch. Aber also es geht um die zerbrochene Klinge, also sprich um Narsil, das neu geschmiedet werden soll. Und wir sollen mit dem Schmied Hemeldir sprechen. Und der wird uns helfen oder uns sagen, was wir noch alles beschaffen müssen, damit das Schwert neu geschmiedet werden kann. Geschmiedet werden kann. So. Gut. Dann flitzen wir hier mal raus. Und dann gehen wir mal, wo waren die denn? Lagerraum war, glaube ich, hier, ne? Ausbilder. Bank. Irgendwie sowas. Sippenschreiber. Hier. Bank. Hallo, Bank. Ich möchte gerne eine Male nach Bangkok. Vermögensverwahrer. Der ist doch da, sag ich doch. So. Eigentlich können wir hier gleich mal das neue Ding benutzen. Wo ist es denn? Ach, es sind gleich 3 Stück. Ach, ich werde ja bekloppt. Geil. Gleich mal safen. Ist gesaved. Ja. So. 100% Geschwindigkeit. Mit dem neuen Pferd von Horse gelangen sie immer geschmeidig schnell ans Ziel. Horse. Wenn es mal schnell gehen muss. Ah, nee. Es ist, ich sag's euch, so eine Sprecherausbildung ist unglaublich witzig. Ich bin ja ein großer Fan von Outtakes, von daher ist sowas dann auch noch mal mehr lustiger für mich, habe ich immer das Gefühl. Gerade wenn die Leute dann Versprecher machen oder ähnliches, ja. So, ich bin mal gespannt, welchen Leistungsschub wir bei Windows 10 dann hier
in Herr der Ringe Online haben und ob das dann alles so geschmeidig funktioniert, wie es sollte. Der Letos müht sich ein bisschen ab mit seinem Rechner, weil er wohl länger braucht dafür. Und der Splash Dragon ist da. Hallo Splash Dragon. Meine Güte. Heute habe ich aber echt einen Knoten in der Zunge. Das muss vom Sprechtraining gestern kommen. Dass die Zunge sagt, ey, das war gestern aber schön genug. Ne? So, gemeinsamer Lagerraum. Da ist ja jetzt Platz. Komm, das tun wir mal in Truhe 1 jetzt. Dann weiß ich, dass die Sachen alle da sind. Also alles vom Marvur, Marvin, wie auch immer, ist dann hier in Truhe 1. Erinnert mich da bitte dran, an Level 32, dass ich da neues Zeug zum Ausstatten hab. Wutsch, voll, willst du mich verarschen? Hab doch eben erst Lagerraum gekauft. Kauf ich halt noch was. Wir haben's ja, wir haben's ja. So. So, hat auch direkt funktioniert, sehr schön. Und so, alles drin untergebracht, die benenne ich jetzt mal noch um. So. Ah, das sieht man hier natürlich nicht so gut, egal. Aber ihr wisst ja jetzt, dass das da drin ist. Müsst mich nur dran erinnern. Wenn ich nicht selber tatsächlich mal dran denken sollte. So, einhändiges Schwert. Nö. Nö, da ist das, was wir haben, tatsächlich besser. Was haben wir hier denn noch? Oh, große Atlas Essenz. Aber mir hier. Ah ne, das ist gegen Gift. Haben wir auch noch große Atlas-Essenzen. Wieso packt er die nicht dazu? Ach, mehr als 50 geht nicht. Tolle Wurst. So ein Quatsch. Na gut. So, dann, was haben wir hier noch? Nee. Sieht nicht so gut aus. Das ist ab Level 31, da haben wir aber auch. Also ganz ehrlich, da warte ich dann bis 32 und hab dann ordentliche Sachen an. Genauso hier auch. Können wir eigentlich direkt verkaufen gehen. Oh, Verwahrungs. Muss mal gucken beim Haus übrigens. Dafür nutze ich jetzt mal das Geld, das war sehr nett. Oh, 18.07. Für die nächsten Monate ist das, ne? Oder ist das Wochen oder Monate? Bis zum 12.12. Warte mal, das ist jetzt 1, 2, das sind Wochen. Nee. Doch. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie so, ich bezahle es auf jeden Fall jetzt mal. So. Dann ist bis Dezember auf jeden Fall bezahlt. So, und dann brauche ich noch einen Händler hier. Und dann verkaufe ich das Zeug mal. Ich gehe auch einfach immer wieder zu oft zu nah ans Mikro. Meine Güte. So, verkaufen, reparieren. Und los geht das. Dann gucken wir jetzt mal, wo ging denn, das kann ja einer von euch mal da im Livestream-Chat mir bitte schreiben. Wo geht denn dann das nächste Buch weiter? Was haben wir denn zuletzt gehabt? Buch? Ah ne, hier ist eine Einleitung. Nordhöhen? Nee, da ist was anderes. Der Weg nach Eriador? Auch nicht. Von Bre nach Schragen haben wir nicht abgeliefert? Ach, guck mal an. Habe ich vergessen. Nordhöhen? In Schragen? Nö.
Ich glaube, wir sollten nochmal nachfragen. Ach, und das war in Evendim, genau. Nö, ich bin nicht im TS Letos. So, dann gucken wir doch mal. Also ich weiß, dass... Moment, warum laufe ich denn jetzt? Ich wollte ja nachgucken, also wo hat das letzte Buch, oder was war das letzte Buch? Band 1, Buch 3, das heißt Buch 4 brauchen wir jetzt. Zu den Plänen von den Entwicklern sagen, was willst du denn da sagen? Also ich meine, die... dass jetzt Minas Tirith vor der Tür steht, ist ja allgemein bekannt. Und auch, dass sie, ich dachte gerade, das würde hier schweben. und auch, dass, ja, im Laufe des Sommers dann die Server umziehen. Also wenn du nicht gerade die Neuigkeit hast, welche Server betroffen sind, ne? Ich dachte, die, ja, wieso sagt denn der dann in Evendim? Evendim, wir sind doch gar nicht in Evendim. Hm. Aber irgendwo hier geht Buch 4 weiter. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich glaube bei Elrond oder so, ne? Oh, und ja, wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, tatsächlich, also ich meine, das ist ja jetzt auch ein Video, was dann erst für alle im Livestream nächsten Montag erscheint. Für alle, die es jetzt bei YouTube gucken, es ist quasi heute erschienen. Naja, also es ist ja jetzt bekannt geworden, dass Sir Christopher Lee gestorben ist. Was... ein aus meiner Sicht großer Verlust für die Filmwelt ist. Und ich laufe Quatsch. Hier muss ich doch runter. So, also Letos, was meinst du denn mit Plänen von den Entwicklern? Ich grüße euch. Jetzt laufen wir hier hin und her. Ach gut, also als nächstes fliegen wir dann wieder mal zurück zu Aragorn. Also, er sagt, Nassil soll neu geschmiedet werden. Das würde ihn freuen. Ich fasse das hier mal kurz zusammen. Na. Also früher wurden zahlreiche Wunder erschaffen, Gegenstände mit großer Kraft und Schönheit. Und auch Nasil natürlich. Und ein Silitar, also ein Adamant, in denen das Licht der Sterne eingefangen ist. Und deswegen ging da von dem Schwert ein silberner Schimmer aus. Und diese Silitare sind in den langen Jahren, seit Nassil geschmiedet wurde, verloren gegangen. Und er glaubt nicht, dass man es neu schmieden kann, deswegen. So, jetzt fliegen wir mal zurück zu Aragorn. Green Panda ist auch da, hallo. Ich komme gerade frisch vom Lollen, ist auch... Wer spielt denn heutzutage noch LOL? Heroes of the Storm ist doch das Spiel der Spiele. So, um da mal ein aktuelles Statement zur Lage der Nationen abzugeben. Der Splash Dragon ist in der App. Auch gut, auch nett. Solange es funktioniert, ne? Also hier Hitbox-App. Lost in Numbers, Hallöchen. So, ja, wir haben mit Temeldir gesprochen und
Aragorn meint, er ist sehr pessimistisch. Wie alle seine Leute. Wenn er meint, er braucht einen Selitar, dann werden wir ihm einen beschaffen. Okay. Ah ja, gut, dann müssen wir mit Elrond reden. Ein Mann namens Estelle. Ja.